Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cities. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben auf jeden Fall erstmal noch ein paar Müllberge. Wir haben Stromproduktionstechnik. Sieht ja auch nicht so gut aus. Stromverbrauch ist deutlich erhöht, okay. Und wir wollen auf jeden Fall einmal, so, das heißt, da dürfte auf jeden Fall die Industrie entsprechend technisch gut versorgt sein. Ja. Und wir wollen jetzt ganz gerne auf jeden Fall einmal gerade Radatsch hier einmal komplett wegbauen wieder. So, weil da habe ich mir nämlich jetzt was anderes überlegt gehabt. So, zack, 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 alles weg. Okay. Rohrprobleme. Ah, okay. Das heißt, wir haben hier. Ah, okay. Da auch keine Wasserversorgung mehr. Okay, cool. So, wir haben Müllprobleme, haben wir auch noch. Das heißt, in diese. Ja, gut, hier sind auf jeden Fall ein paar Müllfahrzeuge, sind auf jeden Fall da. Dauert allerdings halt alles, bis da irgendwie die Müllfahrzeuge dann entsprechend dort durchkommen. Und dort entsprechend Müll abholen können. So, auch hier gibt es jetzt hier im Grunde genommen schon den ersten leichten Stau, wenn man das halt so will. Aber damit haben wir auf jeden Fall hier was Gutes definitiv geschaffen hier damit. Ja, der Kreisverkehr hier, der läuft auf jeden Fall ziemlich reibungslos. Aber wir haben auf jeden Fall definitiv noch Müllprobleme. Da werden wir mal ansetzen und definitiv mal noch eine Müllverbrennungsanlage, zwei Stück mal bauen. Um da dem Müll auf jeden Fall etwas Herr zu werden. So, damit haben wir auf jeden Fall ganz viele Gebäude gleichzeitig abgegradet, was schon mal auch wieder gut ist. Steigert auf jeden Fall dann die Zufriedenheit definitiv. So, auch das steigert definitiv die Zufriedenheit der Gebäude. Und ihr seht, die wächst und wächst und wächst. So, was ich aber machen wollte. Kann ich den nämlich jetzt noch gar nicht machen, weil mir nämlich noch die Kohle nämlich jetzt dazu fehlt. Da fehlt mir leider die Kohle dazu. Dann einmal versuchen, das Ganze mal umzusetzen, dass wir da mal Vorbereitungen treffen, ganz einfach. Nämlich schön an die Autobahn erstmal ran. So, dann wird wahrscheinlich gleich einmal Strom komplett weg sein. Kann das sein? Nee, ist nicht komplett weg. Auch nochmal Glück gehabt. So, die ganzen Windturmbinen sind auf jeden Fall am Schlüssel. Das ist schon mal schön.
Wir haben allerdings immer noch sehr viel Restmüll, ganz einfach. So, das heißt, der Stromverbrauch ist auch noch sehr, sehr knapp wieder mal. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal wieder eine gute Produktion von knapp an die 8000, was wir da wieder rausholen können. Wir können mal gucken, ob wir Versteuerung, wir bei der Besteuerung vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was machen können. Ach so, ja, wir können hier mal auf 12% gehen. Hier vielleicht auch mal auf 12%. Und hier auch noch auf 12%. Da dürften uns eigentlich super viele Einnahmen dadurch entstehen. Da sollte eigentlich auch keiner sagen, dass. Passiert nicht. Ja. Steuern gehen nach oben. 12.000, 12.000. Jawohl. Nice, 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 nice. Schau mal hier. Hier haben wir Abwasserprobleme. Okay. Abwasseraufklärung. Okay. Warum? Weil die nicht mehr am Strom angeschlossen sind. Okay. Ach so. Ah, dann ist da unser Problem. Okay. So, die sollten jetzt eigentlich wieder laufen. So, damit sind die Abwasserprobleme auf jeden Fall zumindest erstmal definitiv gelöst. Das ist schon mal gut. Und ihr seht, hier ist auf jeden Fall schön was entstanden mit unserem Horst. Horstfreunde, Horst Holzwaren, Pellet Brennstoff AG. Das ist doch alles wunderbar und super, super schön. Also konsumtechnisch ist hier auf jeden Fall super, super viel. So viel los. Was wir da allerdings vielleicht nochmal machen können, ist, oh Gott, 56%. Eieieiei. 54% nur noch Verkehrsfluss. Das ist auf jeden Fall nicht viel. Das ist auf jeden Fall nicht wirklich viel, ne. Was wir aber mal machen können, ist, dass wir vielleicht einmal hier die Geschwindigkeiten auf jeden Fall einmal aufheben. Naja. So, jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir nochmal den Verkehrs. Fahrzeugbeschränkungen brauchen wir noch nicht. Hier sind aber auch super viele gerade Fahrzeuge unterwegs. Es staut sich bis eigentlich nahezu hier komplett hier rein. Also, das ist komplett dicht. Das ist komplett dicht, diese Kreuzung. Wollen die denn alle dort lang? Ne? Das verstehe ich nicht. Also, da gibt es jetzt hier momentan, also da haben wir momentan wirklich ein Problem, was den Verkehrsfluss angeht. Also, das ist hier wirklich sehr viel dicht. Wir haben jetzt momentan 12.000. Nehmen jetzt allerdings natürlich auch wieder ein paar Einwohner gerade. 12.000, das heißt, es ist viel, viel dicht hier. Ja, viele wollen halt wahrscheinlich dann auch in dieses Gebiet hier reinfahren. Kommen dann halt natürlich nicht dort rein, ne?
Was wir halt natürlich entsprechend einmal konfigurieren könnten, wäre... Wir könnten einmal vielleicht den Friedhof einmal abbauen. Das wäre schon mal die erste Maßnahme. Das wäre die zweite Maßnahme. Nächste Maßnahme wäre, dass wir einmal eine... einmal eine Allee bauen. Immer upgraden, 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 upgraden. Weil hier wollen definitiv viele Leute langfahren. Und jetzt können wir hier meinetwegen noch einen Roundabout auf jeden Fall bauen. Nee, und du? Machen wir einmal... Das ist okay. So, mal schauen, was das jetzt verkehrstechnisch für Auswirkungen ganz einfach hat. Viele wollen trotzdem noch hier lang fahren. Und die dann, die wollen, viele wollen wahrscheinlich auf die Autobahn fahren, schätze ich mal, ne? Ein paar Sachen haben sich auf jeden Fall geändert. Das heißt, wir sind zumindest schon mal wieder bei 60% Verkehrsfluss angelangt. Aber das hier ist halt natürlich terrible. Also das ist halt natürlich hier so richtig horrible. Was geht's aber hier? Natürlich eigentlich da geht's. Hier ist nicht so schön, aber das ist akzeptabel. Hier ist halt natürlich massiver Stau. Und dann werden halt natürlich auch nicht andere Sachen halt noch irgendwie abgeholt oder abgebaut. Gott, hier ist auch terrible, was die Versorgung an mit Toten angeht. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall richtig terrible da. Achso, jetzt kann man hier natürlich nochmal irgendwie... Straßen auf jeden Fall festlegen einmal. Ja, diese Straße ist auf jeden Fall auch der Horror, kann man sagen. Ja, dann werden wir die einfach mal wegnehmen. Nehmen wir die einfach mal weg. Also. Wir könnten es ja mal so machen, dass wir sagen, okay. Dahin, einmal dahin, einmal dahin.
Einmal von dieser Straße einmal entsprechend dahin. Oder natürlich dahin. Vielleicht könnte man hier natürlich nochmal gucken, dass man hier einmal nochmal das als Hauptstraße deklariert. Mir geht es halt natürlich darum, hier irgendwie ein bisschen den Verkehr halt natürlich rauszunehmen. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt müssen wir hier natürlich... Haben wir hier natürlich das nächste Staugebiet auf jeden Fall. Und wir haben natürlich massiv ein großes Müllproblem, definitiv. Die Fahrzeuge kommen bei 55% Verkehrsfluss, kommen die Fahrzeuge kaum dorthin. Um da entsprechend einmal was vernünftig machen zu können. Das ist ein Problem. Was wir natürlich mal zwischendurch mal machen könnten, wäre, dass wir einmal sagen, gehen wir noch mal eins runter. Ne, kann man nicht mehr machen. Okay. Also einmal nach oben. Zack. Dass wir das einmal machen. Dass wir das Ganze entsprechend auch noch mal upgraden. So, somit sollten wir die Möglichkeit haben, durch diesen Tunnel, den wir da uns da jetzt extra gebaut haben, dass hier natürlich entsprechend viele Fahrzeuge hier langfahren können. Also jetzt haben wir hier natürlich immer noch ein massives Problem, was jetzt irgendwie... Okay, jetzt geht hier gar nichts. Geht gar nichts. Die City ist... Eieieiei. Die Einnahmen gehen halt natürlich auch nach unten. Und da müssen wir auf jeden Fall definitiv in der nächsten Folge beigehen, dass wir da jetzt wirklich verkehrstechnisch irgendwie so ein paar Lösungen finden. Ne? Das werden wir auf jeden Fall versuchen und ja, aufgeben will ich da noch nicht. Dementsprechend werden wir da jetzt in der nächsten Folge beigehen und verkehrspolitisch ein paar Sachen machen. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.